Servus zusammen und willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. So, ich sitze hier auf dem Quad und ihr wisst ja, in der letzten Folge waren wir unterwegs und haben Sammelobjekte eingesammelt und 16 Stück. Wir schauen nochmal kurz rein. Bum, 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 bum. Hier steht's. 16 von 20 Sammelobjekten haben wir gefunden und ich habe dann noch mal ein bisschen überlegt und ein bisschen recherchiert und dann ist es mir doch wieder eingefallen. Also eins habe ich definitiv vergessen, aber zwei von den vieren auf jeden Fall hätte ich echt nicht gefunden. Aber die werden wir uns jetzt schnappen, bevor wir loslegen mit der Kartoffelernte. So, ganz klar, natürlich, logischerweise, ein Sammelobjekt ist natürlich da hinten beim Schweinestall. Den hatte ich total aus den Augen verloren. Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und wir werden jetzt auf jeden Fall die vier Stück nochmal einsammeln. Und dann schauen wir mal, wie viel oder auf wie viel wir dann in der Summe kommen. So, und zwar hier am Silo. Da ist... Jubi-jubi-jub, zack. Und da ist nämlich noch ein Sammelstück. Ein Sammelobjekt. Das werden wir einsammeln. Bingo. Und auch das gibt wieder mal richtig Kohle. So, du hast jetzt alle 10 Traktoren gefunden. Geh zu Coyotes, die Codys Spielzeugladen und schau, ob sich etwas verändert hat. Ja, wie gesagt, das ist nicht hier auf der Map. Das ist so eine Standardmeldung. Die bezieht sich auf eine andere Map, wo es eben diesen Spielzeugladen gibt. Also wer jetzt hier unterwegs ist, und ich gebe zu, ich habe es auch am Anfang mal gemacht, und nach diesem Spielzeugladen sucht, nach Codys Spielzeugladen, der wird hier leider nicht fündig. Also braucht ihr erst gar nicht euch auf den Weg begeben. Aber ich begebe mich jetzt auf den Weg zum nächsten Sammelobjekt. Und das ist nämlich an unserem Haupthof. Da habe ich nämlich eins verpennt. Ich hatte irgendwie sowieso das Gefühl, dass es 4 Stück sind. 3 hatte ich ja gefunden. Aber da ist eben noch ein viertes. So, da haben wir es dann gleich. Und zwar hier am Wasserfass. Da hat es nämlich am Wasserfass natürlich ein Wasserfass. Gut, und auch das bringt uns einen richtigen schönen Bonus von 100.000. So, da sind es nur noch 2. Und dann haben wir alle Sammelobjekte tatsächlich hier auf der Map gefunden. So, das nächste ist ganz, ganz, ganz weit am anderen Ende der Map. Bin ich auch schon dran vorbeigefahren. Ist aber auch ein kleines bisschen versteckt, muss man sagen. Aber müssen ja eben auch nicht alle einfach zu finden sein. So, ein bisschen Challenge muss ja eben hier auf der Map auch noch sein. Und das letzte, da bin ich jetzt mal ein bisschen gespannt. Weiß ich, wo es ist. Soll aber wohl etwas tricky zu bergen sein. Lassen wir uns überraschen. Jetzt erstmal zum 19. Sammelobjekt. Und da fahren wir dann hier runter Richtung wieder Pavillon an der Küste. So, an der Stelle darf ich mich auch schon mal wieder recht herzlich bei euch bedanken. Es gab wieder schönes, positives Feedback, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ich grüße alle neuen Abonnenten hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid jetzt. So. Ja, Hupe geht, Licht geht. Zack, zack, zack. So, aber wir sind jetzt schon da und zwar hier an der Brücke. Gut, da schimmert es auch schon rot raus. Hier unten ist nämlich, ja, was ist das? Eine Kuh. Okay. Und auch da haben wir dann wohl alle Kühe zusammen. Wobei es hier auf der Map ja genau 2 Stück gibt, nicht 10. So, und da oben... Ja, macht sich das schon sehr, sehr positiv bemerkbar. Und das wird uns natürlich sehr helfen jetzt, dieser Geldbeutel, dieser Kontostand, um dann eben im Oktober entsprechend agieren zu können, so wie wir das geplant haben, mit dem Maisfeld und mit einem großen Drescher. So, wie gesagt, wir müssen jetzt nochmal ganz rüber auf die andere Seite der Map.
Und zwar dort, wo die zwei Hallen sind. Mit der Werkstatt. Da soll sich irgendwo noch ein Objekt befinden, und zwar auf einem Fass. So, dann geht's hier links rum. Bin immer ein bisschen vorsichtig, weil in der Realität kann ja so ein Quad relativ schnell umkippen, aber das scheint hier nicht so der Fall zu sein. So, da geht's jetzt rein. Und zwischen den Hallen, da müsste noch ein Sammelobjekt stehen oder liegen. Zack. Ja, hier an der Toilette. Und können wir das auch schnappen ohne Probleme? Ja, natürlich war das ein Kinderspiel. Alle Trophäen erhalten und somit haben wir jetzt einen Kontostand von 1,6 Millionen. Wir schauen noch mal kurz rein. Alle 20 Sammelstücke erreicht. Sammelobjekte gefunden. Und wir gucken mal hier rein. Und das hat uns in der Summe ein Millionchen gebracht. Sehr schön, wunderbar. Das gefällt mir. So, dann können wir den Kollegen jetzt wieder... Na, obwohl, ich muss ehrlich sagen, der gefällt mir sehr gut. Macht richtig Spaß, mit dem Teil hier rumzufahren. So. Aber wir bringen ihn trotzdem zurück. Und dann, denke ich, beginnen wir auf einem Feld mal mit der Kartoffelernte und müssen uns auch mal die anderen Aufgaben oder die anderen Aufträge anschauen, was wir da noch machen können. Denn mit der Kartoffelernte, da müssen wir mal sehen, da wegen Abtanken und so weiter, sollte man vielleicht auch mit zwei Abfahrern fahren. So, und wie immer, kein Motor ausgeschaltet. Okay, so, das Fahrzeug geben wir zurück. Gut. So, dann schauen wir mal in die Aufträge. So, hoppla. Hoppla, da waren doch das letzte Mal noch zwei, da waren doch drei Kartoffelaufträge und noch ein weiterer. Okay. Naja, Feld 1, Feld 9. Schauen wir mal, was das bedeutet. Feld 1 ist klar, ist dieses hier. Ja, okay. Und Feld 9 wird, glaube ich, irgendwo da unten. Ach, das ist das hier. Ja, okay. Dann schlage ich vor. Guck noch mal, wo müssen wir es denn hinbringen? Feld 1 zum Bauernmarkt. Der ist ganz oben im Norden. Und das gilt hier ebenfalls. Also fangen wir einfach mal an hier mit diesem Auftrag, Feld 1. Wir werden also Geräte mal schauen. Das sind dieselben Geräte. Wir werden die Geräte ausleihen. So, dann haben wir Ballenpressen, wir haben Düngeaufträge und wir haben noch Grubbern. Grubbern Feld Nummer 8. Das hört sich noch interessant an. Das können wir auf jeden Fall auch noch laufen lassen. Okay, zack. So, dann gehen wir mal rüber in den Shop. Dort sind dann die Gerätschaften. Und dann würde ich doch sagen, nehmen wir erstmal den Valtra. Ist das ein Valtra? Ist ein Valtra. So, und werden erstmal damit zum Grubbern fahren. So. Aha, okay. Auch nicht schlecht. Im Prinzip fehlt dann Gewicht, oder? Brauchen wir da kein Gewicht? Naja, wir werden sehen. Gut. So, nochmal ganz kurz gucken. Wo müssen wir hin? Wir müssen zu Feld Nummer 8. Ja, das ist auch wieder fast am anderen Ende der Map. Aber wir haben ja Zeit. Es ist ja erst 8.21 Uhr. Und dass es regnen wird, braucht uns, glaube ich, beim Grubbern nicht zu stören. So, und dann bringen wir das Gerät erstmal an den Start. So, was das Thema mit den Sammelobjekten angeht, bin ich überlegen, ob ich vielleicht noch eine Folge mache, nur mit den Sammelobjekten, für alle, die es also noch interessiert, beziehungsweise die nicht wissen, wo sie sind. Und glaube ich, könnte nicht schaden, machen wir mal eine Folge nur
wo sich die Sammelobjekte befinden. Jetzt, wo ich ja alle 20 Stück gefunden habe, können wir machen. So. Dann hier rechts rum. Ja, ist schon ein bisschen irritierend, wenn ich hier auf dieses Feld zufahre, hier auf der linken Seite. Wenn man fast ein halbes Jahr lang es gewohnt war, an der Stelle einen Hof zu haben und alles hier umgebaut zu haben. Und jetzt fährt man da auf das Feld zu. Und es ist nur Feld. Naja, wie gesagt, ein bisschen trauere ich diesem alten, schönen, erwirtschafteten Spielstand zu. So heißt es korrekt. Und naja, gut. Hilft nichts. Wir machen hier einen neuen mit neuen Möglichkeiten, die wir eben dann nutzen. So, da sind wir auch schon da. Rechts müsste die 7 sein, links müsste die 8 sein. Bevor ich wieder was Falsches sage. Oder was Falsches mache, ja genau. Ja gut, ich hätte es auch unten sehen können. An der Karte, da blinkt es ja auch. So, dann packen wir den Kollegen hier mal aus. So. Und dann werden wir hier das erste Vorgewend fahren und danach schicken wir den Helfer los und der soll dann einfach mal fahren und am Ende sehen wir dann, ob wir noch irgendwelche Vorgewände anpassen müssen oder beziehungsweise noch fahren müssen. Aber die Regel ist es ja immer so mit den Aufträgen, dass man ja immer nur, ich sag mal, 96%, 95% des Feldes bearbeiten muss und dann ist ja der Auftrag auch schon erledigt. So, da hinten ein Containerschiff und das Bär. So, ich glaube, hier wurde auch ein bisschen was verändert an der Map vom Modder mit diesem Hochsitz und noch ein paar Bäumchen gepflanzt. Und wenn ich auch richtig sehe, auch hier die Vegetation hier an dem Bach. Wurde, glaube ich, auch ein bisschen angepasst. Sehr schön. So. So, und Spaziergänge haben wir jetzt auch hier. Ja, ist ja auch wunderschönes Wetter, um jetzt hier an der Küste spazieren zu gehen. Ne? Ne, wo? Jupp. So. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir jetzt finanziell ganz gut dastehen und dass die Pläne wohl dann auch eintreten können oder beziehungsweise wir das so machen können, wie wir es geplant haben. Und dann wird es auf jeden Fall nächsten Monat interessant, wenn wir dann anfangen können, unser eigenes erstes Feld zu kaufen, zu ernten und wir dann langsam einsteigen können mit dem Hofbau, mit der Modifizierung. Und da brauchen wir ja auch noch ein bisschen Geld, ne? Weil die Gebäude werden ja auch Geld kosten. Bin immer noch ein bisschen am Überlegen,
ob wir dann den vorhandenen Kuhstall mit einbinden sollen oder ob wir wirklich dann alles direkt am Hof machen. Also, wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Also, da sind wir auf jeden Fall ja noch ein bisschen flexibel und können die Sache also noch so gestalten, wie wir möchten. So, dann machen wir hier noch das Vorgewände. So, fahren noch einmal hoch und dann kann der Fahrer bzw. dann kann der Helfer übernehmen und dann steigen wir ein in die Kartoffelernte. So, die Krumbeere, wie man im Badischen sagt. Ja, für Kartoffeln gibt es ja viele, viele Namen. Erdäpfel, Erdbirnen sogar, Krumbeere. Mit K, mit G, Grumbeere. Also da gibt es viel. So, schauen wir mal, dass wir da nicht in den Teich fahren, beziehungsweise in den Bach. Okay, da können wir rückwärts setzen, oder? Ja, können wir. So. Dann fahren wir hier mal rum. Und bringen jetzt hier den Helfer zum Einsatz. Und dann schauen wir mal, wie viel haben wir denn jetzt schon? 29%. Ja, das dürfte dann relativ zügig gehen. Okay. So, da haben wir den Kartoffelernter. Okay. Sehr schön. Dann setzen wir mal zurück. Okay. So. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ja, hier geht's rum, da kommen wir rum. Gut. Ja, dann fangen wir doch gleich hier an. Die Maschine ausklappen. Okay. Ah, dann können wir noch weiter vorfahren. So. Bisschen geht noch. Ja, das ist ja echt starkes Maschinenschiff. So, und los geht's. Da bin ich mal gespannt, wie viel reinpasst. 30.000 oder mehr. Lassen wir uns überraschen. Dann ist auch die Frage, wie groß der Anhänger ist. In der Regel ist es ja meistens so, bei der Kartoffel- und Rübenernte, dass im Prinzip einmal abtanken auch der Anhänger voll ist. Deswegen die Überlegung, ob wir hier mit zwei Abfahrern arbeiten. So, jetzt schauen wir, dass wir hier das Vorgewände fahren. Ja, der macht dann knapp 5 Bahnen. So, wie weit sind wir? 15%, da passt schon einiges rein. So, dann müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hinten nicht hängen bleiben. Dann einmal rückwärts setzen. Mhm. So, und ablassen. Und dann schauen wir, dass wir hier vielleicht 3 Vorgewände fahren und dann werden wir hier die Bahnen hier oben erstmal anfangen. So.
Naja, also mit Bildschirmen und Kameras ist das Gerät ja mehr als reichlich ausgestattet. Wäre natürlich schon cool, wenn das alles wirklich auch animiert wäre. So. Klappt doch wunderbar. Schön geländegängig, kommt gut um die Kurven rum. Sehr schönes Gerät. Jo, 42%, also wir können auf jeden Fall nochmal zurückfahren und dann den wirklich dann auf die Reise schicken und in der Zwischenzeit unseren Abfahrer parat machen. Und dann schauen wir mal, ob wir mit unserem Fendt, ob wir uns dann noch einen Anhänger gleich kaufen, einen großen, und unseren Fendt dann ebenfalls als Abfahrer mit hier dazu nehmen. So. Das müsste gerade hier passen mit dem Rückwärtsfahren, oder? So. Dass wir hier nicht. Ah ja, sind wir gerade dran. Ja, jetzt ist er gerade ein bisschen mehr als halb voll, der Tank. Sehr gut. Wir könnten natürlich noch den anderen Auftrag annehmen. Dann hätten wir zwei Selbstfahrer und könnten dann hier das Feld natürlich deutlich schneller abarbeiten. Na, schauen wir mal. So, die Lohndienstleistung auf Feld Nummer 8 ist jetzt auch schon zu 40% abgearbeitet bzw. abgeschlossen. Auch da geht es gut vorwärts. So, dann nehmen wir das hier noch mit. 73%, dann müsste er eigentlich theoretisch ja diese Bahn hier schaffen. Okay. So, dann setzen wir hier mal zurück. Ja, da kommen wir gut rum. So. Wie gesagt, 5 Reihen, das ist ungefähr die Breite, die er nimmt. Und dann lassen wir jetzt hier den Helfer fahren. Und gehen hier wieder mal zurück. So, auch hier ein Valtra. Aha, also hier wird Valtra sehr stark bevorzugt bzw. eingesetzt in den Aufträgen. So, da fahren wir hier oben links rum. Ah, sehr schön. Links unser zukünftiges Feld, darauf freue ich mich. Ja, eine Maisernte ist gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht können wir auch gleich davon ein bisschen was häckseln. Wäre auch eine Option. So. Aber da würde ich mir dann, den Häcksler würden wir dann erstmal mieten wollen. So, wendet der bereits? Was macht er? Aha, interessant. Naja, gut. Bin mir relativ sicher, dass wir den gleich abtanken können. So. Ja, der müsste doch jetzt gleich voll sein, oder? 96, 97, ja, Bingo, das passt. Sehr schön.
So, dann sind wir also hier jetzt in die Kartoffelernte mit eingestiegen, mit einem schönen Grimme Selbstfahrer. Und den werden wir jetzt abtanken. Und während wir das tun, so, yep, darf ich mich recht herzlich wieder mal bei euch bedanken für das Zusehen, für das Mitmachen hier an dieser Folge. Nächste Folge geht es dann weiter mit der Kartoffelernte hier bei mir auf dem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich sage bis dahin wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.